Meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei Let's Play Anstoß 3 hier bei der Spielvereinigung Unterhaching. Der Jahreswechsel steht bevor, Silvester steht bevor. Und wir müssen die Rückrunde planen, wir müssen auch Geld verdienen. Ihr habt gesehen, ich habe alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, auf die Transferliste gesetzt. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Nur noch knapp einen Monat Zeit, um Spieler zu verkaufen, und wir müssen noch Geld verdienen. Ich habe jetzt mal in einer der alten Aufzeichnungen geguckt, da stand in den Auflagen nur drin, wir müssen irgendwie 1,45 oder so Millionen Euro Transferüberschuss erwirtschaften. Das haben wir ja getan, 3,7 sogar. Wir dürfen kein Trainingslager machen und da war noch irgendwas. Irgendeine Auflage, die ich vergessen habe, die wir aber erfüllen, das weiß ich. Kein Trainingslager und... Mir fällt, und kein Stadionausbau oder so. Also da haben wir alles erfüllt. Trotzdem würden wir hier aktuell die Lizenz nicht bekommen. Ich weiß ja nicht, wie zuverlässig diese Voraussage ist. Aber wir müssen Geld machen. Es tut weh, die Spiele abzugeben. Aber wenn hier der ganze Verein stiften geht quasi, wenn wir die Lizenz verlieren, dann verliere ich meinen Job. Und die Spieler und der Verein, ja, die werden sich auch schwer tun. Meine Carl Zeiss Jena ist uns das auch schon mal passiert und die Spieler sind, der Verein sind dann doch wieder gekommen, aber das ist auch nicht garantiert und das wollen wir mit aller Macht verhindern. So, wir lassen jetzt mal diese eine Woche hier verstreichen. Die Spieler sollen sich auch mal ausruhen und dann starten wir in die Vorbereitung der Rückrunde. Bettina, die neue Freundin von Daniel Kofi Auer, verlangt diesem alles ab. Er ist auf dem Platz ein wenig müde und verliert 2 Konditionen und 5 frische Punkte. Ja, so viele junge Leute in der Mannschaft, da passiert so ein bisschen Knick-Knack schon mal. Wälze mit einer Fußgelenkstauchung, das ist hoffentlich nicht so schlimm. Wie immer, kurz vor Silvester eine WM-Quali-Runde. Deutschland gewinnt 4-0. So, oder war es jetzt hier schon das neue Jahr? Oh, von Nizza verpflichtet. Ja, frohes neues Jahr 2038. Möge es uns wohl gesonnen sein, Glück bringen und in die zweite Liga führen. Italienischer Pokal kann mir egal sein. Dann haben wir Jurcha von Schalke nach Trabzonspor. Ferrari von Werder Bremen nach Rapid Wien. Bauer von Burghausen nach Burnley. Ja. Kleinsorge wird umworben. Den möchte ich eigentlich nicht abgeben, weil er ist unser einziger RM. Aber wie gesagt, irgendwo muss das Geld herkommen. Lemina verbessert sich in der Kategorie Laufstärke. Welzel fällt zum Glück nur 2 Wochen aus. Ja, Winkler ist auch verliehen. Wir müssen hier auch mal gucken. Wir haben 3 Spieler ausgeliehen aktuell. Ahammer, Elaimer, Haritra und Winkler. Alle mit Kaufoption. Das heißt nicht, dass wir die dann unbedingt wieder bekommen. Winkler ist eh noch verletzt. Elaimer, Haritra, wie läuft es bei ihm? Bisher 7-mal gespielt. 1 Tor erzielt bei Sandhausen. Das ist mäßig, sage ich mal. Ahammer, 17-mal gespielt. 1 Tor für einen Stürmer. Auch mäßig. War sehr mäßig. Aber er hat zumindest in jedem Spiel gespielt. Aber dass er nie getroffen hat, ist dann nicht so toll. Naja. So, wir planen. Und am 7. Februar geht es gegen Nürnberg zur Sache. Wir müssen ja auch mit Turnieren und Freundschaftsspielen so viel Geld wie möglich verdienen. Also wir veranstalten unsere eigenen Turniere, damit wir damit Geld verdienen. Borussia Dortmund, Osnabrück, Memmingen, Eichstätt, Oldenburg, Historia Waldorf, Reden, Gladbach lade ich mal nicht ein. So, wir machen jetzt auch Freundschaftsspiele, wir haben ja viele junge Spieler auch. Ingolstadt, Fürth, jede Woche ein Hallenturnier, aber es hat ja beim letzten Mal auch geklappt, dass wir da mal ausverkauft Hütte haben. Wir nehmen jetzt auch mal bei anderen Teams teil, wir nehmen mal bei Buchbach dran teil. Werden wir wahrscheinlich nicht so viele Einnahmen haben. So, Testspiel gegen Bayern, ist ja auch Tradition hier schon fast. Illertissen, mal noch ein Hallenturnier. Regensburg, Heidenheim, Eichstätt, Braunschweig, HSV 2, Augsburg 2 und Meppen. Die großen Namen laden wir jetzt mal nicht ein, das wird auch schon so. Und dann noch ein Freundschaftsspiel. FC St. Pauli. Und machen wir da auch noch ein Freundschaftsspiel gegen Fortuna Köln. Dass wir damit genug verdienen. Jugendtag machen wir ja auch. Die anderen Sachen machen wir nicht, um Geld zu sparen. So, okay, los geht's. Herrn Welzel wird besucht. Wir machen ein Testspiel gegen Ingolstadt. Die sind ja auch in derselben Liga wie wir. Die stehen auf dem Abstiegsplatz, sind aber eigentlich deutlich stärker als wir. Wir lassen mal die Spieler mit den wenigsten Einsätzen auflaufen. Mit Risoglu. Unter anderem
Ja, Milnikowski sehen wir zum ersten Mal in Action. Rocco, ein Tor, Soriano Duksch, ja, im Sturm. Da haben wir kleine Sorge gespielt. Das ist sein letzter Auftritt bei uns. Wir werden sehen. So, 1937 Zuschauer, allerdings auswärts. Wenn wir dann in einem beteiligt. Ich stelle mal hier die Häufigkeit und Länge runter. Wir müssen Geld verdienen. Pack zu. Soriano jetzt hier. Gegen Kanté. Soriano ist zu schnell, läuft frei aufs Tor zu. Günther kommt ihm entgegen, nimmt ihm den Ball vom Fuß. So. Petkoff mit dem 1-0. Hat er nicht in der Liga auch gegen uns getroffen? Kommt mir bekannt vor. Kanté sieht gelb. Ein paar Spieler in Einsatzzeiten, die sich in der Liga noch nicht so beweisen konnten. Prince. Fresh Prince, der sieht gelb. Und Erler mit dem 2-0 für die Gastgeber. Wir liegen 2-0 hinten zur Halbzeit. Wir wechseln dann mal durch. Mohr, De Luca, die anderen spielen mal durch. So. Spielzeit sammeln. Louis Braun mit dem 3-0 für Ingolstadt. Wir werden hier etwas abgefertigt. James Jones sieht gelb. Ja, wir verlieren deutlich mit 3-0 in Ingolstadt. So, Eintracht Braunschweig. Ein doch vertrauter Verein. Der Spieler würde auch erst zur neuen Saison wechseln. Das bringt uns nichts. Wir wollen den Spieler jetzt abgeben. Der ist 1,76 Millionen wert. 19 Jahre, hat noch alle Zukunft vor sich. Sie bieten 1,15. Unter Marktwert sowieso nicht. Und ja. Transfers zur kommenden Saison, das haben wir jetzt mit Dux schon gemacht. Wir wissen ja immer noch nicht, ob uns das dann bei der Lizenzvergabe hilft. Und das ist mir auch zu wenig Geld, was hier geboten wird. Unter Marktwert schon mal gar nicht. Er ist kurz vorm Kotzen, aber ganz möchte er dann doch noch nicht auflegen. Aufgeben. So, weiß nicht, ob das gar telefonisch war. Nein. Und das wird ja dann nichts. Ich würde gerne Spieler jetzt, solange das Transferfenster noch offen ist, sofort abgeben. Das werden wir auch versuchen. So, Pavol Pago oder Page wechselt nach Sevilla, ablösefrei zum Saisonende. Unser Hallenturnier mal wieder ausverkauft. Das klappt irgendwie mal gut. Wir sind Zweiter geworden. 370.000 Euro Gewinn. In der Gruppenphase gegen Dortmund gewonnen, gegen Osnabrück gewonnen. Gegen Osnabrück dann im Finale verloren. Und gegen Memmingen gewonnen. 9 Punkte mit Osnabrück zusammen weiter. Dortmund in der Vorrunde ausgeschieden. Eichstätt und Oldenburg sind auch weiter. Dann gegen Oldenburg gewonnen und gegen Osnabrück verloren. Platz 2 Gold, Eichstätt mit Platz 3, Oldenburg Platz 4. Kaufmann, der beste Torschütze und Lenze, der beste Torhüter. Ja, Kaufmann tobt sich nochmal aus hier. 370.000 Euro Gewinn gemacht, sehr schön. Beim Jugendtag ist leider kein Talent aufgefallen. Ich hoffe mal, so ein Jugendtag ist nicht so teuer. Wir lassen mal die unmotiviertesten Spieler auflaufen. Ach, da ist Müderrisoglu dabei. So, gegen Fortuna Köln. Die stehen in der Regionalliga Nord auf Platz 9. 1482 Zuschauer schon wieder auswärts, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich hoffe, dass uns das nicht Einnahmen kostet. Pack Duksch mit dem 1-0 nach Vorlage Hill. Eisele mit dem Ausgleich. In der 24. Minute. Duksch mit dem Doppelpack hier wieder nach Vorlage Hill. Die verstehen sich gerade gut auf dem Platz und sind doch auch, glaube ich, privat befreundet, oder? So, das sieht gut aus. Wir wechseln dann mal trotzdem fleißig De Luca. Ich gönne mir auch mal eine Halbzeit. Und Prinz kommt mal für Lemon Cookie. Und Milnikowski auch. Der Schulz. Man nennt ihn nicht nur den Hallen-Pelé, auch der Freundschaftsspiel-Pelé. Das ist das erste Mal, dass ich hier 2 Tore in einem Spiel erziele. Ich glaube schon, ne? Es gibt natürlich auch Pluspunkte hier. Der Milnikowski hat schönen Assist aufgelegt. Und Hill, 3 Assists in einem Spiel. Ja, ich treffe zweifach. Ist auch wichtig, ich muss mich auf die Rückrunde vorbereiten. Denn Kaufmann soll nur spielen, wenn es unbedingt sein muss. Und das heben wir uns dann möglichst für die Schlussphase auf. Wenn es nochmal
ganz eng werden sollte. Es kann ja natürlich auch alles passieren in der Rückrunde, ist noch lange nichts entschieden. Aber erstmal werde ich wahrscheinlich in den meisten Spielen mich aufstellen, um diese Auflaufprämien zu sparen. So, dann haben wir hier Transfers. Marc Marin von Kaiserslautern nach Levski. Sofia Vasquez von Flensburg nach Jena. Jajue, oder wie auch immer man das ausspricht, von Regensburg nach Fortuna Köln. Page von Schalke nach Sevilla. Devlin von Leverkusen nach Real Madrid. Anton Tui nach Bangna. Von Werder Bremen nach Besiktas Istanbul. Van Britzum von Hoffenheim 2 nach Viktoria Köln. Pellegrini von Osnabrück nach Greuther Fürth. Forster von Neapel nach Aue. Maletzki von Mannheim nach Ingolstadt. Gobrand von Bielefeld nach Aston Villa. So, bei uns werden wir werden jetzt Welzel und De Luca bekommen Angebote. Zekan Moore verbessert sich in der Kategorie Laufstärke. Ihr Arzt weist darauf hin, dass einige ihrer Spieler vollkommen überlastet sind. Wir sollten das Training zurückschrauben, sonst können wir mit vielen Verletzten rechnen. Wir trainieren auch sehr brutal die Kondition hier. Die Kondition ist auch nicht gut und die Frische auch nicht. Dann machen wir trotzdem jetzt mal eine Regenerationswoche. Zwei Vertragswandlungen, vielleicht die vielen Freundschaftsspiele oder Testspiele. Na, negativ. Oh, Massuema, defensiver Mittelfeldspieler, 17 Jahre. Dem geben wir mal direkt einen Profivertrag. Und gucken mal, wie es dann weitergeht. So. Kriegt auch direkt 100.000 Euro. Für 2 Jahre. Unterschreibt auch sofort, ohne Klagen. FC San Gallen ist an De Luca drin. De Luca ist 31 Jahre. Okay, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass der auch schon 30 ist. Doch. 1,92 Millionen wert und er würde auch erst zur neuen Saison wechseln. Christian Stübi. So ein typisch schweizerisch klingender Name. So, den De Luca möchte ich eigentlich gar nicht abgeben. Höchstens, wenn das sofort passieren würde. Kann mir jemand sagen, ob ein Transfer in der kommenden Saison das bei der Lizenzvergabe eine Rolle spielt. Aber das war zu wenig. Was so immer. Die Nummer 1 ist immer noch nicht vergeben. Er bekommt die Nummer 5. Wir spielen gegen Greuther Fürth. Jetzt auch mal zu Hause. Lasse die frischesten Spieler auflaufen. Kaufmann ist dabei. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Gegen Greuther Fürth. Die stehen wo? In der zweiten Liga auf Platz 10. 533 Zuschauer nur. De Luca trifft nach Vorlage Kleinsorge. Kleinsorge wird hier vielleicht auch umworben. Oder? Nee, Welzel war das. Ne? Den möchte ich eigentlich auch nicht abgeben. Die bald kommenden Auf- und Abwertungen könnten die Marktwerte ja auch nochmal gewaltig durcheinander bringen, vor allem bei den jungen Spielern. So, wir wechseln mal fleißig durch. Baby, Schulz, meine Wenigkeit, Dubsch für die Luca. Rocco für Lenze, wechseln wir komplett durch. Prinz, Minikowski. Und der neue Masuema kommt zu seinem Debüt gegen Erfeldaya. Boah, 2-0 geführt und das Spiel noch außer Hand gegeben. 2-3 verloren am Ende. Ja, Duxch ist im Moment ganz gut drauf, hat schon wieder getroffen. Hier, Thomas Linke, Weiche Flensburg. Dann Aaron Welzelan, der ist 18 Jahre jung, den möchte ich eigentlich nicht abgeben. Er hat sich sehr gut entwickelt, ist auch gerade verletzt. Sie bieten auch hier viel zu wenig. 620.000 ist er auch nur wert, aber der Marktwert könnte sehr schnell hochgehen. Ja, viele Verhandlungen, aber nicht viel Aussichtsreiches hier dabei. Clemens Knoche wechselt zu Atletico Madrid, ablösefrei. Ist ja nicht so lange, das Transferfenster auch offen ist, könnte ich ja noch wen ablösefrei verpflichten, aber dafür müsste ich auch erstmal wen abgeben. Nein, denke, Geld, ja, also, ach nein, weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch wen ablösefrei kriegen könnte, vereinslose Spieler oder so. Aber nein, wir wollen jetzt erstmal Spieler abgeben. Ja. Beim TSV Buchbach war ein Hallenturnier vor 6.000 Zuschauern. Wir sind in der Gruppenphase schon ausgeschieden, gegen Buchbach gewonnen. Gegen FC Bayern verloren, gegen Aue auch verloren. Hoffenheim hat das Turnier gewonnen. Mainz auf Platz 2, Aue auf 3, Bayern auf 4. 130.000 Euro. Ist das jetzt für den Gastgeber oder für uns? Die Einnahmen. Ich weiß es nicht. So. In dieser Rechnung da unten gerade. Die
War mir nicht ganz klar. Oh, jetzt kommen die Auf- und Abwertungen. Das ist sehr, sehr wichtig. Yannick Lenze wird aufgewertet von 9 auf 10. Das ist allerdings nicht möglich. Die Grenze ist eigentlich sogar bei 7 gesetzt. Na gut, das ist ein gutes Zeichen. So, Manuel Rocco, 20 Jahre jung, bleibt bei Stärke 4. Unser zweiter Keeper Antonio Hill, sehr gut in bestechender Form hier, bleibt bei Stärke 8. Henrik Lemon Cookie hat seinen Weg in der Stammformation erstmal wieder. Droht eine Abwertung, aber er kann sie verhindern. Bleibt bei Stärke 6. Chris Prinz, nicht so gut in Form, aber natürlich noch blutjung und talentiert ohne Ende und wird auch direkt aufgewertet. Ist damit eigentlich direkt gleich stark wie Lemon Cookie. Nicht eigentlich, ist einfach so. Schössler wird aufgewertet, das wird allerdings nicht klappen. Sogar eine doppelte Aufwertung. Das ist dann auch doppelt ärgerlich, dass das nicht klappt. Er wäre von 7 auf 9 aufgestiegen. Daniel Kofi Auer wird aufgewertet von 4 auf 5. Sehr schön. Milnikowski, nicht gut in Form, aber 18 Jahre jung. Auch da eine Aufwertung von 4 auf 5. Drei Linksverteidiger, von müsste ich jetzt sagen, mindestens einen abgeben. Aaron Welzel wird auch aufgewertet. Sehr gut, dass ich ihn da gar nicht abgegeben habe. Und schon wieder eine doppelte Aufwertung. Welzel steigt mal eben von 5 auf 7. Also hat also der beim letzten Mal schon 2 Stärkepunkte zugelegt und jetzt schon wieder doppelt. Thomassen wird auch aufgewertet von 2 auf 3. Ja, da zahlt sich aus, die ganzen jungen Spieler zu haben. Kleinsorge wird aufgewertet von 6 auf 7. Und von 6 auf 8. Allerdings der Schritt von 7 auf 8, der wird aufgrund der Limitierung nicht erlaubt. Baby, 18 Jahre jung, wird auch aufgewertet von 4 auf 5. Das ist auch krass, dass es, obwohl es ja fast immer unter 50% ist, trotzdem dann immer klappt. Moore wird aufgewertet. Einfach, aber das wird nicht erlaubt aufgrund der Grenze. Er ist schon an der Grenze angekommen. Lemina, 18 Jahre jung auch. 43% Aufwertungschance. Und auch da klappt es. Obwohl es eigentlich weniger als 50% ist, klappt es dann doch fast immer. Lemina von 3 auf 4 aufgewertet. Dyer, 20% Chance. Bleibt bei Stärke 5. Massuel immer gerade frisch im Kader, nicht gut in Form. 64% Aufwertungschance. Da klappt es dann allerdings nicht. Dann ärgerlich. Kaufmann wird er nochmal abgewertet. 34 Jahre, 30% Abwertungschance. Und ja, leider wird er abgewertet von 11 auf 10. Weiß nicht, ob er dann trotzdem noch der stärkste Spieler der Liga ist. Ich weiß auch gar nicht, ob er das überhaupt ist. Ich behaupte es einfach immer. Oh, ich werde aufgewertet. Aber auch direkt wieder abgewertet. Und die Aufwertung wäre ja eh nicht akzeptiert worden. Müderi Soglu nimmt den Beruf ernst, von 2 auf 3. Im Alter von 28 Jahren ist das mal ein schönes Zeichen. Mit einem riesigen Talent, würde man sonst sagen, dass der Zug so langsam abgefahren wäre. Soriano bleibt bei Stärke 8 und Duxch, er wird uns im Sommer verlassen, bleibt bei Stärke 7. De Luca, auch schon Ü30, wird aufgewertet von 8 auf 9. Das klappt aber sowieso nicht. So, diverse Aufwertungen, die nicht akzeptiert wurden, aber doch insgesamt sehr erfolgreich. So. Unterm Strich wurde Prinz aufgewertet von 5 auf 6. Kofi Auer, Daniel Kofi Auer von 4 auf 5. Milnikowski von 4 auf 5. Welzel von 5 auf 7. Thomasen von 2 auf 3. Kleinsorge von 6 auf 7. Baby von 4 auf 5. Lemina von 3 auf 4. Kaufmann leider abgewertet von 11 auf 10. Müdri Soglu von 2 auf 3. Und ja, diverse, die nicht erlaubt, sieht gut aus. Damit haben wir uns nochmal deutlich gestärkt. Das war ja auch zu erwarten bei den ganzen jungen Spielern. Aber die Mischung im Kader stimmt. Wir haben auch genug Spieler dabei, die schon etwas älter sind, so wie meiner einer. Unter anderem Gerke von Gladbach 2, wechselt er nach Cottbus. Schmelzer von Stuttgart nach Nicosia. Gnase von Burghausen nach West Ham United. Jede Menge Last-Minute-Transfers. Oder für die kommende Saison wahrscheinlich auch schon viele. Bennett von Würzburg nach Kiew. Harry Harris, schöner Name, von Inter Mailand nach Leverkusen. Iupi von Düsseldorf nach Florenz. Gomez von Borussia Dortmund nach Real Sociedad. Portillo von Schalke nach Spartak Moskau. Young von Wien Wiesbaden nach Radniki Nis. Tankstedt von Cagliari Calcio nach Fortuna Düsseldorf. Bauer von Union Berlin nach Lyon. Schössler und Kleinsorge werden umworben. So, wir haben in dieser letzten Woche 28.000 Euro Gewinn gemacht. Was ist denn hier die Prognose? Sie erhalten keine Lizenz, stand jetzt. Minus 6,38 Millionen Euro. Privat bin ich immer mehr im Minus. Dass man kein Geld mehr hier in die Kasse spülen. So,
zwei 16-Jährige, die noch aufgewertet werden könnten. So, gucken wir nochmal hier in den Kader. Eigentlich alle einen Vertrag für die kommende Saison, ich denke, ne? So, können wir den Prinz ausleihen? Er ist nicht bereit. Die Transferliste kann ich, er kann in dieser Saison nicht mehr wechseln. Ausleihen könnten wir sie allerdings schon. Mikowski ist nicht bereit dazu, aber auch nicht. Masuema ist auch nicht bereit. Die Transferliste kann ich ihn auch nicht setzen. Dux wechselt sowieso. Naja, gucken wir mal, was jetzt hier bei rumkommt. So, der HSV ist an Kleinsorge dran. Er ist aber 2,6 Millionen jetzt wert. Bietet nur 1,3 Millionen. Jochen Kienz, Regionalliga Nord. Ich spiele auch um den Aufstieg mit. Der würde auch erst zur neuen Saison wechseln. Und das möchten wir dann eigentlich nicht. Ja, wenn ich die alle auf die Transferliste setze, dann sinken die Preise. Vielleicht hätte man den Spielern auch so ein Angebot gemacht. Allerdings wollte ich das Risiko nicht eingehen, dass wir jetzt mit niedrigen Preisen vorlieb nehmen müssen. Vor allem, wenn ich dann auch noch geben Gebühren zahle. Ich habe auch gesehen in einer alten Folge, dass der Dux doch irgendwie, weiß nicht, 100.000, 200.000 Euro abbekommen hat, was diese ganzen Transfers dann noch etwas mehr relativiert. So, wir spielen zu Hause gegen Bayern München. Die sind auch in der zweiten Liga super stark mit 120. Starkes Team. Ich lasse gegen die Bayern jetzt mal die motiviertesten Spieler auflaufen. Und los geht's. 7.052 Zuschauer, so ganz ziehen die Bayern auch nicht mal. Und ein Schulz trifft, ich bin's nicht. Julian Schulz. Ein Zweitligist macht hier die Bude nicht voll. Das hat er schon fast Tradition, gegen die Bayern zu spielen. Arnesen mit dem 2-0 für die Bayern. Wir wechseln mal durch jetzt mit der neuen. Müssen mal gucken durch die neuen Stärken, ob sich da in der Hierarchie ein bisschen was getan hat. Das kann durchaus sein. So, wir wechseln komplett durch. Rocco, Soriano. Ich, Moore. Lemon Cookie ist jetzt hier schon deutlich schwächer als Prinz und Mikowski. So. Ja, wir verlieren 2-0 gegen die beiden, ist okay. Henrik Lemon Cookie und Rengeron Schössler hatten einen kleinen Streit miteinander. Die Sympathie ist jedenfalls deine. Schade, da die in der Viererkette ja zusammenspielen sollten. Sogar manchmal nebeneinander. Ei, ei, ei. Also, wenn Sie sich Henrik Lemkuki so ansehen, sein Zweikampfverhalten hat sich doch in letzter Zeit deutlich verschlechtert. Der richtige Biss früherer Tage fehlt einfach. Ei, hat er sich in der Kategorie verbessert. Oh, hier Schössler, der Mann würde sofort wechseln. Schade, dass er gerade doppelt aufgewertet wurde, was nicht akzeptiert wurde. Peter Vollmann, ich fürchte, das müssen wir machen. Gerade auf der Linksverteidigerposition haben wir drei Mann. Jetzt hat er sich gerade auch noch mit Lemkuki verkracht. 25 Jahre, 1,36. In der dritten Liga kann er nicht besser werden, in der zweiten wird das wahrscheinlich. Er hat drei Fähigkeiten, Zweikampf, Lauf, Stark, Stärke, Viererkette. Er hat aber Übergewicht. Hat eine Freundin namens Alexandra. Er ist ja 2036 erst gekommen, war vorher bei Wattenscheid. Ein Mann, mit dem ich zufrieden bin, auch ein großes Talent. Verletzungsanfällig, aber wir brauchen Geld und das würde sofort boten. Er würde auch in die zweite Liga wechseln. Sie bieten auch hier fast viel, wie dein Marktwert ist. Diesen Transfer müssen wir vollziehen. Und wie hoch wir den Preis noch bekommen, da sind wir schon fast über dem Marktwert. Und ich muss jetzt wohl unterschreiben. Ich riskiere nochmal. 1,5 Millionen. Er wechselt für 1,5 Millionen zum VfL Osnabrück. Das sind wichtige Einnahmen. Alles Gute, Herr Jérôme Schössler. Vielen Dank für den Einsatz. Dann haben wir beide Linksverteidiger in dieser Saison abgegeben. Das tut weh. Das ist schade. Das wird uns auch schwächen. Aber die jungen Leute, die wurden ja fast alle aufgewertet. Von daher, wir müssen es leider tun, um uns finanziell zu retten, wenn die Lizenz entzogen wird. Würde ich auch meinen Job verlieren und wahrscheinlich nicht nur ich. Deswegen müssen wir solche Maßnahmen hier ergreifen. Schössler, alles Gute. Grüß mir die Bremer Brücke. So, 1,5 Millionen, das ist gut. Aber eigentlich müssen wir versuchen, möglichst noch mehr zu verdienen. Ich möchte es nicht riskieren, dass wir die Lizenz am Ende nicht bekommen. Nochmal so ein Rechtsstreit und dann kriegen wir sie doch am Ende. Das machen meine Nerven. Das möchte ich meinen Nerven nicht zumuten. Lenze bricht sich den Fuß. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht lange ausfällt. Er fällt 14 Wochen aus. Das ist jetzt problematisch, weil wir haben den dritten Torhüter abgegeben. Das ist fast die. Meine, es vergehen jetzt noch 2 Wochen oder so. Oh mein Gott, da fällt er lange aus. Wir haben da nur einen Torhüter. Wir haben auch jetzt hier in der Jugend, Engelhardt. 17 Jahre, dann können wir mal hochziehen, das ist ein Libero. Müssen wir gucken,
wir noch einen Torhüter verpflichten. Vielleicht ablösefrei oder so. Das ist jetzt schwierig. Wir haben nur mit einem Torhüter jetzt einen Großteil der Rückrunde zu bestreiten. Andere Spieler, auch die Allrounder, können das halt als Nebenposition nicht. Ich muss nur mal Verletzungen an eine Sperre auftreten. Die Illertissen spielen jetzt einfach mal die Spieler mit den wenigsten Einsätzen. Puh, ob wir da ablösefrei wen holen? Müssen wir mal gucken. Wir spielen auswärts jetzt. Dann muss der Roko jetzt auch die ganzen Testspiele komplett durchpumpen. Wir testen einfach mal den Lukas Kaufmann als Torhüter. Er hat da Stärke 1,0. Das macht er jetzt einfach mal mit. So, ansonsten, da kommt sich nicht veralbert vor. Moore kommt rein. Ich komme rein. Deluca. Elze. Daya. Und Lemon Cookie. Glattrot für Kalinowski. Und ich gehe mal schnell wieder aufs Feld. Die weiße Weste trägt der Kaufmann nicht. Zwei sind reingegangen. Wir verlieren das Testspiel mit 2-0. Aber das unterstreicht nochmal. Ja, die Feldspieler sind im Tor alle, glaube ich, mehr oder weniger aufgeschmissen. Mit einem Torhüter jetzt in die Rückrunde gehen, das wäre sehr riskant. Der Lenz wird ja auch nicht sofort wieder fit werden, wenn er wieder da ist. Ja, ja. Steger wechselt von Würzburg nach Bayern München 2. Kirschke von Bremen nach Salzburg. Jakov Lecic von Düsseldorf nach Puskas Akademia FC. Schössler von uns nach Osnabrück. Muriel von Karlsruhe nach Braunschweig. Ampadu von Real Madrid nach Würzburg. Epureanu von 1860 nach Fürth. Azuak von Benevento Calcio nach Sandhausen. Mal gucken, ob sich hier noch weitere Transfers anbahnen. Thomassen, Nationalspieler für Ecuador im Alter von 17 Jahren. Kleinsorge und Moore werden umworben zum Kauf. So, Stand jetzt. Ah, jetzt kommen hier die Auflagen auf einmal. Wieso werden die jetzt auf einmal angezeigt? Die wurden mir doch neulich auch nicht angezeigt. Sie sind verpflichtet. Blablabla. Sie haben erhebliche Schwierigkeiten, die Lizenz für die neue Saison. Blablabla, den Rest kann ich nicht lesen. Erhebliche Schwierigkeiten reicht mir schon als Auskunft. So, wir haben 1,5 Millionen verdient. Der Linksverteidigerposition Milnikowski. Und Auer, die kriegen das schon geschaukelt. Lenze wird erstmal besucht. Er ist wieder sehr übermotiviert. Das kennen wir ja. Wir müssen uns den Transfermarkt angucken. Wirklich ablösefrei kriege ich da jetzt, glaube ich, keinen mehr, ne? Und zum Kauf. Ich möchte jetzt kein Geld ausgeben. Wir müssen das Risiko eingehen. Den Roko nehmen wir jetzt natürlich erstmal von der Transferliste. Einzigen Torhüter. Ich kaufe jetzt keine Spieler. Dann müssen wir es halt riskieren. Wenn das dann schief geht und der dritte Torhüter sich auch noch verletzt, dann haben wir halt ein Problem. Dann das Risiko gehen wir ein. Wir haben jetzt schon so große Schwierigkeiten mit der Lizenz und ablösefrei scheinen wir jetzt hier keinen zu kriegen. Oder wir haben keine Computerabteilung. Wir haben keinen Noraska. Kann ich jetzt auch keinen suchen. Dann gebe ich auch da jetzt kein Geld für aus. Ich dachte, wir könnten vielleicht irgendwie so jemanden Vereinsloses ablösefrei kriegen oder so. Ne, das scheint alles nicht zu klappen. Ich wollte doch hier den Engelhardt. Das hat doch nicht geklappt. Ein Libero. Den hätte ich gern. Eigentlich noch ein anderer Libero mal in der Jugend. Habe ich das jetzt irgendwie mich da vertan? War das der Engelhardt? Ich dachte, da wäre noch ein anderer gewesen. Naja, vielleicht fantasiere ich auch gerade. So, Lenze freut sich über den Besuch. Hier, Moore würde erst zur neuen Saison, er ist 4,5 Millionen wert. Die bieten 1,35. Nein, das machen wir nicht, Herr Jansen. Ein Wechsel sofort. Aber auch nicht, das ist noch nicht mal ansatzweise die Hälfte. Nein, das machen wir nicht. Ansatzweise die Hälfte des Marktwertes. Ich muss mir nochmal die letzten Videos angucken, weil ich jetzt schon von irgendwelchen. Ich
da wäre noch ein anderer Libro gewesen. Fantasiere so. HSV ist an Kleinsorge dran. Der würde auch erst zur kommenden Saison wechseln. Der Herr Kienz bietet mir auch deutlich zu wenig. Das machen wir dann auch nicht. Bin nur an sofortigen Transfers interessiert. Engelhardt, so. Spieler nimmt das Angebot an, 80.000 Euro, sehr schön. Unser Hallenturnier ausverkauft und wir, ob wir das Turnier gewonnen haben, sehen wir nicht. Wir haben im Finale 1-1 gegen Regensburg gespielt, danach war ich auf Toilette und die wollen mir nicht sagen, wie es ausgegangen ist. So, in der Gruppenphase haben wir auf jeden Fall gegen Regensburg unentschieden gespielt, gegen Heidenheim gewonnen und gegen Eichstätt auch gewonnen. Regensburg, HSV 2, Augsburg 2 sind auch weitergekommen. Platz 3 geht an HSV 2, Platz 4 an Augsburg 2 und Platz 1 weiß ich. Bester Torhüter, bester Torschütze, niemand von uns. Jetzt noch mal Prüfung. Wie lautet der aktuelle Tabellenletz? Das ist Buchbach, oder? Ja, korrekt, ja. Wer wurde 1998-99 Torschützenkönig der zweiten Liga? Weiß es nicht. Rainer Bruno Labbadia. Ja. Wer wurde 1998 Weltfußballer des Jahres? Zinedine Zidane, glaube ich, da wurde Frankreich doch Weltmeister. Ja. Oh, bisher fehlerfrei, tadellos. Wer war Eisendieter? Das ist Dieter Eils. Ich dachte Dieter Eils. Dieter Eils? Dieter Schlindwein. Dieter Eils war doch auch Eisendieter, oder? Welcher deutsche Schiedsrichter pfiff das Champions League-Finale 1998? Ich glaube, das war Manfred Krug. Ja, richtig. Das meiste, was ich hier richtig habe, das weiß ich sogar tatsächlich. Oder war ich mir zumindest relativ sicher, das zu wissen. Welcher Trainer sagte nach dem 4:4 Ausgleich in den Schlussminuten zu seinem Libero, da, du kannst nichts dafür, du nicht, ich bin der Idiot, der dich aufgestellt hat? Alexander Ristic? Nein, Slobodan Cindic. Und ich habe die Prüfung bestanden. Es ist egal, aber sieht ja trotzdem gut aus. In der nächsten Woche schließt die Transferliste. Wenn Sie noch einen Spieler verkaufen oder verpflichten wollen, sollten Sie jetzt handeln. Dann haben wir Robles von Union Berlin nach Bremen. Torre Grossa von Energie Cottbus nach 1860. Missy Roli von Aue nach Sheva, Beersheva. Ndiaye von Rostock nach Wolfsburg. Unser ehemaliger Spieler. Ei, viel Glück in Wolfsburg. Christian Gerard, dass man auch mal hier Spieler sieht, die man selber abgegeben hat, die jetzt woanders hingehen, sieht man auch nicht so oft, fällt mir zumindest nicht so oft auf. Alles Gute in Wolfsburg, ist wahrscheinlich auch ein Aufstieg für ihn. Gerard von Bremen nach Schalke, Martinez von Bayern München nach Athletic Bilbao, Isso von Wolfsburg nach FCSB Bukarest, Georgelin von 1860 München nach Wolfsburg 2, Kolev von Sassuolo nach Stuttgart. So, wir werden nochmal befördert, sind jetzt Level 4. Sehr schön. Hatten wir schon jemals Level 4? Doch schon lange nicht mehr zumindest. Welzel und Kleinsorge werden umworben. Und Engelhardt bekommt hier Rücken Nummer 2. Kleinsorge? Hä, wo hat er sich denn jetzt so bei verletzt? Kreuzbandriss, das wurde mir gar nicht angezeigt. Warum wird mir das nicht angezeigt? Lemon Cookie mit der Oberschenkelzerrung. Hä, wo kommen jetzt diese beiden Verletzungen her? Habe ich die jetzt weggeklickt? Nicht beachtet? Zwei Verletzungen. Vor allem Kreuzbandriss. Für ihn ist die Saison gelaufen. Ja, da möchte ich ihn eigentlich auch nicht abgeben. Jetzt dürfen wir die gesamte Rückrunde ohne nominellen RM bestreiten. Das heißt, wir müssen den Auer nutzen. Der ist Allrounder, der kann das. Den Kaufmann können wir jetzt nicht unbedingt einsetzen. Und noch ein RM kaufen, das Risiko können wir auch nicht eingehen. Lemon Cookie fällt zum Glück nur eine Woche aus. Puh. Wir haben in dieser Woche 100.000 Euro, 110.000 Euro Verlust gemacht. Minus 4,96 Millionen. Wir haben immer noch erhebliche Schwierigkeiten, die Lizenz zu erhalten. Ich selber bin immer mehr im Minus hier. Bin bei den Fans nur noch sehr gut beliebt. Nur ein Löwe, kein Gott mehr. 96% Vorstandsvertrauen. Ja, und im nächsten Part geht es los gegen den 1. FC Nürnberg. Und Verhandlung mit Kleinsorge und auch Krankenbesuch bei Kleinsorge und Vertragsverhandlung Welzel. Transferperiode schließt. Tja, das werden Sie im nächsten Part sehen. Wir spielen dann gegen Nürnberg, Offenbach und Mannheim. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen.